Ich war mit Lilly und Alex auf einem Tagesausflug. Wir waren auf einer Rodelbahn, Lilly hatte Angst auf einer Seilbahn. Meine Mom hat mein aufgebrochenes Schloss zu meinem Fahrrad gefunden, das geklaut wurde. Und als ich im Aquapark angekommen bin, habe ich meine einzige GoPro in einer fucking Wasserrutsche kaputt gemacht. Es war wirklich einfach ein richtig geiler Tag. Außerdem, wenn ihr meine Videos feiert, dann lasst gerne ein Like da und ein Abo da. Es hilft wirklich sehr, dauert nicht mal eine Sekunde. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich habe meine Kamera einfach gefickt. Also herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Kanal. Ich bin Sidot Uni. Heute fahren wir zum Aquamundo, das ist ein Aquapark in Allgäu. Und bevor ich das mache, muss ich zuerst noch zum Mediamarkt, denn ich habe AirPods Pro mir gekauft und die hole ich mir jetzt ab. Ich habe gerade meine Maske vergessen, ich fahre gerade nach Hause. Hier ist die Kamera, nicht der Arm. Wow, oder ein kaputt gegangen. So traurig. Mach auf! Los. Tada! Hey, wie hast du das gerade einfach gerade mein Schloss gefunden? Im Mülleimer? Nee, in einem Fahrrad. Nicht Mülleimer, unter dem Motorrad ist auch. Und da lag mein kaputtes Schloss von einem geklauten Fahrrad. Ach du Kacke. Wir sind jetzt bei Maggis. Diesen Schloss fressen jetzt rein. In unserer ersten spontanen Station, sonst wenn man kommt, sagt. Eine Rodelbahn. Boah. Boah. Leute, wir fahren gerade einfach auf der höchsten oder krassesten Rodelbahn in ganz Deutschland gerade. Das macht das. Oh mein Gott, Leute. Ist das nicht geil? Alter. Ist es mein Dorf? Also da, wo ich diese Klinik gemacht habe? Ich glaube ja, doch. Als wir bei der Rodelbahn ankamen, wollte ich das filmen. Deswegen habe ich die Kamera angemacht, die Jackentasche angemacht, weil eigentlich darf man nicht filmen. Aber ich bin dann zu schnell gefahren, dass ich wirklich keine Zeit hatte, meine Cam rauszuholen. Deswegen gibt es jetzt die Jackentaschen-Cam ohne Video, aber mit Ton. Wir sind jetzt da und da kommt Lilly ganz nur raus. Sag mal hallo Lilly. Salam. Salam. Was zum Teufel? Warum musst du hier durchlaufen? Warum? Oh geil, let's go. Okay, ab in die Wasserrutschen, let's go. Thank you.
Entschuldige, kein Mensch jetzt. Ich bin da halt rausgeflogen, ach du Scheiße. Hab ich dir auch bemerkt. Leute, ich hab meine Kamera einfach gefickt. Ja, ich muss mein Handy jetzt holen, ne? Also geil, so sieht's aus. Ich hab's abgebrochen. Oh mein, wie ist es gerade? Ja, okay, wir sind reingerast. Das ist mir einfach gegen den Boden geklatscht. Okay. Was ist gerade da passiert? Ich bin mit Lil auf einer Rutsche gerutscht, die nicht für zwei Personen bestimmt war. Obwohl er Bademeister einfach durchgelassen hat, lol. Dadurch sind wir in diesem Becken zusammengekracht. Und da ich nicht dachte, dass diese Kraft so stark sein wird, ist mein Arm einfach ausgeschlagen. Hat die GoPro mit der Schraube, die halt etwas raushängt, aus der Halterung rausgehauen. Beziehungsweise bin ich mit der Kamera mit einem Selfie-Stick gegen die Rutsche geknallt. Somit ist die Halterung abgebrochen. Die Kamera leuchtet rot vor sich hin und schwimmt einfach die Rutsche weiter. Lilly sagt, hol die fucking Kamera, die rutscht gerade runter. Ich bekomme Panik, renne zur Kamera, springe förmlich auf sie und fange sie in der Rutsche rauf und rutsche in meinem Bauch runter. Und der Bademeister denkt sich, was zum Fick habe ich da gerade gesehen? Das bockt sich sowas von gleich nochmal, Alter. Das Ding hat einfach gerade eBay geöffnet, das Wasser. Ich will einkaufen. Das hier ist wieder so ein Korallendeckel. Warte, ich darf nicht mehr filmen, weil ich wurde schon zweimal treffen. Die sehen mit Handy und die meinen jedes Mal, ich darf nicht filmen. Deswegen gibt es jetzt einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, wir sind zurück, es ist 18:14 Uhr und Alter, ich schaue aus, dass wir viele Rasen reingekommen. Das sind so Fische. Wir wollten irgendwas essen, aber hier gibt es irgendwie nichts, das geschätzt. Also meine Finger sind so trocken und schon mal hier wieder richtig viele Fingernägel. Wieso kriegt man immer so Fingernägel so krass, nachdem man schwimmen war? Alter! Auf jeden Fall gehen wir jetzt eventuell, wenn was auf dem Weg ist, gehen wir da eventuell was essen. Ja, auf jeden Fall kein Maggis. Dann KFC. Ich sag mal, für uns ein Restaurant, keine Ahnung, vielleicht gibt's da Grasspätzle. Oder Schnitzel mit Pommes. Essen. Ich hoffe, das Ding ist so durch den Airport jetzt Ton nimmt. Ah, Gasthof. Okay, hier ist auch ein Gasthof. Let's go. Wir sind gerade in so einem richtig bayerischen Restaurant. Ich kann es euch nur zeigen. Es ist so eine richtig bayerische Kneipe mitten im Alkohol. Ich liebe es. Kurze Kamera. Die Kamera geht tatsächlich wieder an und aus, sie muss aber richtig stark auf den Knopf drücken, damit es angeht. Weil ich leicht drücke wie normalerweise. Okay, das ist einfach Das hat keinen Sinn. Okay, das ist einfach Wackelkontakt. Auf jeden Fall. Ne? Ich habe die bekommen mit einem kaputten Ding, weil wir haben die. Haben wir die in Kroatien kaputt gemacht? Ich glaube ja, oder? Ich weiß sie nicht. Ah, nee. Ich hab den Israel kaputt gemacht. Ja, aber die war schon. Ich hab den Israel kaputt gemacht. Ich hab die aufgegeben. Dann ist sie mir irgendwie runtergefallen. Auf jeden Fall. Scheiße, da hab ich halt ganz. Auf jeden Fall, man sieht hier bei der Marsch, ich könnte es irgendwie wegschleifen und dann irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht gibt es irgendeinen. Weil diese Hydro Plus LCD
die ist die ganze Technik eingebaut. Das heißt, ich kann die Kamera an sich nicht rausholen, ich muss sie ausbauen. Das heißt, ich muss irgendwie, keine Ahnung, oder ein Gehäuse für die holen oder sowas. Ich kann auch nicht, was ich machen soll. So, Leute, falls ich hier mal in, wo sind wir gerade, in Leutkirch oder sowas, Leutkirch im Allgäu sind, besucht mal hier Gasthof Mohren. War lecker. Aber von 3 Bestellungen Zeit verkacken ist ein bisschen, naja. Aber auch geil wäre einfach hier, ich fühle jedes Haus, Gasthof, überall Gasthöfe. Aber trotzdem, hat doch was Geiles. Hat so einen bayerischen Vibe, Digga, ist richtig geil. Vergessen zu sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt ein Abo da. Folgt mir gerne auf Twitch. Ich stream da recht oft. Und ich mache da auch meine meisten Videos auch daraus. Das heißt, schaut da vorbei. Und ja, haut rein. Tschüss. I'm a lot to one case, can I'm all the one number song number laugh, hell a one number S and my cheat, so I'm gonna get the song number loud number D, so where you